Hey, aus hier und herzlich willkommen zu einem Video auf meinem Kanal. Heute mit einem zweiten Teil von Let's Tune in Need for Speed Payback. Heute mit dem Acura oder Acura NSX. Hi Jesse. Tschüss Jesse. Hallo Wand. Tschüss Wand. Und ja, heute wie gesagt mit dem NSX Acura oder irgendwie auch Honda NSX. Wie dem auch sei. Ich bin gespannt, was man mit dem wunderbaren Auto machen kann, denn ich bin ehrlich, ich habe irgendwie die Karre nicht so wirklich geschätzt, geehrt, wie auch immer. Ich habe sie, als ich Need for Speed Payback gezockt hatte, keine wirkliche Beachtung geschenkt. Mehr oder weniger ein bisschen außen vor gelassen. Und das will ich dann quasi erst mit diesem Video ein bisschen ändern. Und wieder mal die Frage, wie halt seid ihr auf Need for Speed? Ich weiß nicht, von Tag zu Tag steigt da Hype, was ist Hype? Eher so die Vorfreude, so mit dem Hypen, da ist eher so schwierig. Die Vorfreude ist enorm groß, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und sicher ist auf jeden Fall, wie gesagt, ich werde Need for Speed Heat Displayen. Es wird demnach also ein Let's Play auf meinem Kanal geben und deswegen dürft ihr auch gerne diesen Kanal abonnieren, wenn ihr wollt. Also, wenn ihr Bock habt, abonnieren und dann seid ihr dabei. Wenn alles gut geht und ich hoffe, es geht alles gut, dann kann ich eventuell schon Mittwoch oder Donnerstag anfangen, die ersten Folgen hochzuladen. Natürlich nur, wenn ihr wollt, also wenn ihr nicht wollt, dann kann ich das auch lassen, also sagt mir eure Meinung, ob ihr Bock habt, direkt schon Mittwoch ein Let's Play zu bekommen von Need for Speed Heat. Ja, und wie gesagt, Acura NSX, ein doch relativ schönes Auto, wie ich finde. Ist aber genauso schwierig irgendwie wie beim Toyota Supra der 5. Generation. Nur halt noch weniger. Also ich sehe hier noch weniger vom NSX irgendwie, mehr oder weniger, als bei Supra der 5. Generation. Das Einzige, was mich wirklich explizit jetzt an NSX erinnert, sind halt die Heckliche, nur dass sie halt eben nach unten gefallen sind und nicht nach oben, weil ich blende jetzt ein Bild ein. Ihr wisst, was ich meine. Ja. So, da es den NSX leider nicht als Drifter gibt, kann man die Karre noch ein Stückchen weiter runterhauen und dann sieht das Ganze schon ein bisschen besser aus. Ja, gell? Finde ich auch. So, Scheiben erstmal einen kleinen Ticken dunkler und auf 33. Dann gucken, was gibt es für Wunder. Ah, okay, es sind dieselben, einfach nur mit Kiem, also mit. Ihr wisst. Schliss eine Haube. Kiem, kann man das Kiem denn einlassen? Einlassen, einfach einlassen, scheiße. Egal, bleib ich bei einlassen. Carbon finde ich hier doch ein bisschen krass, oder? Wobei Carbon ist geil, Carbon ist wunderbar. Carbon ist schön. Machen wir. Ich habe mir designtechnisch auch schon. Designtechnisch. Ich frage mich, was Ghost sich designtechnisch hier gedacht hat. Folierungstechnisch habe ich mir schon ein paar Gedanken gemacht und ich habe da sogar. Dieses Overlay. Diese. Oh Gott. Ja, also ich habe mir schon die ein oder anderen Gedanken gemacht und ich hatte da schon eventuell eine Idee. Ja. Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich habe vergessen, das Mic ranzuholen. Also, falls der Ton vorbeschissen sein sollte, es tut mir leid. Ja. Gut. gucken wir mal. Ich glaube, ich würde sogar dieses wunderbare kleine Schwert nehmen. Leute, guck mal, wie süß die aussehen, ja, aber dann irgendwie doch so breit. Das ist, ja, okay, nein, lassen wir. Das lassen wir. Oh, wir können breit gehen. Wir können breit gehen. Dann machen wir hier doch auch einfach Carbonara. Ja, machen wir. Seitenschwelle haben wir auch wieder Carbon-Ansätze. Das gefällt mir. Die Kühlmöglichkeiten sind bei dem jetzt nicht ganz so beschissen. Das ist da eine Erweiterung. Eine Verlängerung. Wenn ich vorne schon breit gehe, muss ich hinten eigentlich auch breit gehen, oder? Eigentlich schon. Machen wir. Easy. Kein Problem.
Dunkeln wir nur leicht ab. Spoiler. War der nicht auch mal höher? Ich glaube, der war mal höher, kann das sein? Ey, ich glaube sogar. Einfach just for fun will ich den nehmen. Einfach, weil man es kann. Warum nicht? Heckschürze! Haben wir. Okay, das sind. Wie nennt man sowas? Also diese. Griffel. Negativen Griffel an der Seite. Und dann Kurflügel. ich glaube aber, ich bleib. Aber ich weiß es nicht. Ich glaube bei der Originalschütze. Ja doch, ich glaube bei der Originalschütze. Hier machen wir unser schönes Sykes mit rein. Man kennt ihn. Zack. Und dann nehmen wir einfach Deluxe. Und einfach weil wir es können, nehmen wir einen Rocket Bunny. Ich finde das irgendwie witzig. Diffusor, was haben wir für wunderbare Diffusoren? Ich hab's nicht so mit der deutschen Sprache. Ich hab das Gefühl. Der sieht ganz sneaky aus. Lul, nein, machen wir nicht Auspuff. Was haben wir denn für Auspuff? Ich glaube, da bleibe ich einfach beim Standard-Auspuff, denn irgendwie sieht der am besten aus. Ich mache da keine 2 rein. Ne, wir bleiben beim Standard. Außenspiegel haben wir noch vergessen. Haha! okay, nein, ich habe nicht vergessen, wir bleiben dabei. Ich weiß auch, was wir machen. Auch wieder dunkel. Dunkel muss schon sein. Also, wir gucken gerade mal wegen dem Finn. Lassen wir trotzdem weg. Na, passt sich das Ding eigentlich? Ach du Scheiße. Nein, okay, lassen wir. Wir gucken einfach mal direkt nach den Fällen. Wobei ich die Serienfällen eigentlich schon ganz geil finde, aber man kann die weder größer noch kleiner noch irgendwas machen. Das ist ein wenig sad. Und die irgendwie auch schon wieder geil kommen. Also, wobei die so ein Touch von 1552 haben. Meiner Meinung nach. Ich will jetzt nicht wieder selben Fällen drauf lassen, deswegen bleiben wir mal davon weg. Und gucken, was wir sonst so Schönes finden. Ich bin. Ja, 1552 passt nicht drauf, ne? Irgendwie nicht so wirklich. Partei. Ich glaube. Ich bin eigentlich nur ich, der da so ein bisschen was von den T37 erkennt. Bin ich eigentlich da der Einzige oder seht ihr da auch so ein bisschen T37 drin? Ich glaube, die nehmen wir sogar. Das machen wir. Gucken wir mal. HRE. Ja, perfekt. Oh, die gehen doch noch größer. Ah, ne, vorne sind sie noch groß. Okay, ich wollte gerade sagen, das wäre schon ein bisschen, ja. Krass. Reifen, man kennt es natürlich, ne? Toyotires müssen sein. Also ich finde Toyotires irgendwie mehr oder weniger doch am besten so optisch. Von der Optik her. Jo, Bremssattel glaube ich lasse sogar einfach, oder? Wir gucken mal. Felgenfarbe. Wollte ich nicht. Den Stern. Boah. Ich glaube, ich bleib sogar dabei. Ja, wir machen das so. Und das Bett oder den Kranz. Wir machen so eine Chrom-Optik, ne? Ja, ich glaube, das machen wir so. Das machen wir so. Allein jetzt sieht das schon irgendwie geil aus. So, Folientechnik, wie gesagt, habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Gut, ich habe keine Folie gesehen. und zwar. War die Überlegung, das ganze Ding entweder schwarz zu machen mit orangener Teilverlierung oder eben orange mit schwarzer Teilverlierung. Da bin ich am überlegen, was geiler kommen könnte. Ich glaube aber, ich mache die ganze Karre. Orange. Einen schönen Orangeton gibt. Sagen wir es mal so. Irgendwie.
Ja, ungefähr so. Das ist so die Richtung, die ich mir vorstelle. Ja, das kann man so machen. So, einmal. Und dann erst Folie. Da gehen wir auf die Seite. Und das würde ich sagen, mache ich einen kleinen Zeitraffer rein, weil ich nicht weiß, wenn ich das brauche. Keine Ahnung. Ich habe sehr, sehr lange keine Folie mehr hier gemacht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, bis ich die Folie fertig habe. So, und da sind wir wieder mit einem, für auf die Schnelle, eigentlich einem recht gelungenen NSX ab von Acura. Finde ich eigentlich ganz geil, so dieses Zwei-Komponenten-Teil. Kann man machen, so die Front, klar ist es nicht ganz perfekt geworden, aber ich wollte jetzt auch keine Stunden investieren. Und für die paar Minütchen finde ich das, wie gesagt, eigentlich ganz gut gelungen. Und auch, dass man das Gitter folieren kann. Finde ich eigentlich relativ ganz nice. Ja, gut, jetzt packen wir noch ein klein bisschen was mit Luft rein und vielleicht auch wieder ein bisschen was von Stance. Weil ich glaube, der ist so schon irgendwie. Ach komm, ein bisschen Kanieschaden. Und dann würde ich sagen, einmal Garage verlassen und noch ein paar Runden fahren und das ganze Ding natürlich in Bewegung sehen. Ich weiß nicht, ich habe den Muster noch nicht fertig geschnitten. Vielleicht bei ihm noch einen kleinen Shortcut. Mal gucken, vielleicht mache ich von ihm einen kleinen Shortcut. Ihr werdet es am Ende ja sehen. Aber ich glaube, von ihm wird es dann kein komplettes Video geben. Der muss dann das gerade noch in der Mache. Von daher. Also, ich finde ja schon ganz geil so, ne? Also. Finde ich doch, ja, ganz geil. Ich freue mich schon auf Need for Speed Heat, muss ich schon ehrlich sagen. Also was die Folien angeht und halt eben auch die Lackarten oder die Folierungsarten. Doch, da werde ich eine Menge Spaß mit haben auf jeden Fall. Keine Frage. Aber wenn ihr wirklich mal ohne Scheiße, echt doch. Sieht doch ganz geil aus. Also, ich finde,
Krampf. Krampf. Dezenter Krampf. Okay, wir fahren mal kurz auf die Straße. Also entweder ist der Boden hier richtig beschissen. Oder das Auto ist asymmetrisch. Also eins von beiden muss es sein. Na klar, das Auto ist asymmetrisch. Ja, genau. Ja, hier steht er wieder mehr raus als da. Da! Aber so oder so ist ein sehr schönes Auto. Ja. Kann man nichts gegen sagen. Also ich finde doch ganz schön. Relativ gelungen. Für die paar Minuten. Eigentlich ganz geil doch. Haut mir auch immer in die Kommentare, wie ihr die Karre findet. Natürlich auch, wie ihr ihn gemacht hättet. Und dann würde ich sagen, macht's nicht gut, macht's besser. Ich bin raus, wir sehen uns im nächsten Let's Tune, sprich Part 3. Oder eben in einem anderen Video, also anderem Game, anderem Spiel, anderem Content. Oder eben auf Twitch, eben den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Da würde ich heute Rubis live gehen. Vielleicht mit einem Let's Play, also Let's Play Again, Need for Speed Payback oder Black Ops hier. Schreibt mir gerne auch Vorschläge in die Kommentare, was man eventuell in einem nächsten Let's Tune tunen könnte. Und damit bin ich raus. Mach's nicht gut, mach's besser. Ich bin raus. Ciao.